Hallo und herzlich willkommen bei Lana Luca. Ich bin Anki und ich zeige euch heute in diesem Video, wie ihr diesen Makramee-Wandbehang im Herzmuster selber machen könnt. Das eignet sich natürlich super als Geschenk zum Valentinstag oder auch jetzt zum Muttertag. Und das Ganze ist auch anfängertauglich, da wir nur im Kreuzknoten das Ganze knüpfen. Also, wenn euch meine Anleitung gefällt, dann würde ich mich sehr über einen Daumen hoch von euch freuen und natürlich auch über ein Abo, damit helft ihr mir und meinem Kanal dabei zu wachsen. Und jetzt knüpfen wir los. Ich habe für das Projekt einen 4 mm Makrameegarn verwendet. Davon braucht ihr dann insgesamt 12 Fäden à 80 cm. Außerdem braucht ihr ein Holzstäbchen, entweder gekauft oder eins, das ihr draußen in der Natur findet. Dann braucht ihr noch einen weiteren Faden, der ungefähr 40 cm lang ist, Klebeband, um eure Arbeit zu fixieren, ein Maßband und eine Schere. Ich verlinke euch nochmal alle Materialien unten in der Infobox. Als allererstes fixiert ihr dann den kurzen Faden an eurem Holzstäbchen und dafür macht ihr dann einfach an beiden Enden einen ganz normalen Knoten rein. Dann nehmt ihr euch jetzt ein Stückchen Klebeband und fixiert diesen kurzen Faden an eurem Tisch. Als nächstes befestigt ihr die 12 Fäden an eurem Holzstäbchen und das macht ihr mit dem sogenannten Ankerknoten. Ihr legt dann den Faden erstmal in der Mitte zusammen, legt die Schlaufe dann über das Stäbchen drüber, klappt das dann einmal um und von vorne zieht ihr jetzt die beiden Fäden durch die Schlaufe durch und zieht das Ganze dann schön fest. Und das gleiche macht ihr jetzt noch mit den restlichen Fäden. Dann kommen wir jetzt auch schon zur ersten Reihe. Ihr trennt das einmal in der Mitte ab, dass ihr links und rechts jeweils 6 Fäden liegen habt. Wir beginnen mit der linken Seite und brauchen für den Anfang nur die beiden mittleren Stränge. Das heißt, die 2 linken Stränge und die 2 rechten Stränge legt ihr beiseite und habt dann jetzt 4 Fäden vor euch liegen. Und jetzt machen wir schon unseren ersten Kreuzknoten. Die beiden Fäden in der Mitte, die bleiben so liegen, um die herum wird jetzt der Kreuzknoten gemacht. Dafür nehmt ihr dann erstmal den linken Faden und legt den dann wie so eine 4 über die beiden mittleren drüber. Dann legt ihr den rechten Faden ganz oben drauf, hebt das Ganze dann an und den rechten Faden führt ihr jetzt hinten rum und zieht diesen dann von hinten nach vorne durch die linke Schlaufe durch. Die beiden mittleren Fäden bleiben unberührt und jetzt zieht ihr an den beiden äußeren Fäden, dass sich das Ganze schön schließt. Das Ganze müssen wir jetzt noch auf der anderen Seite auch noch machen, also einmal spiegelverkehrt. Dafür legen wir dann den rechten Faden über die beiden mittleren drüber. Jetzt legen wir den linken Faden ganz nach oben, heben das Ganze dann an und führen den linken Faden einmal hinten durch und ziehen ihn dann durch die rechte Schlaufe durch und ziehen jetzt an den beiden äußeren Fäden, dass sich das Ganze schön schließt und damit habt ihr jetzt euren ersten Kreuzknoten gemacht. Genau das gleiche machen wir jetzt spiegelverkehrt auf der anderen Seite. Ihr trennt euch dann erstmal wieder die 2 linken und die 2 rechten Stränge ab und habt dann nur noch die beiden mittleren Stränge vor euch liegen, also insgesamt 4 Fäden. Die beiden mittleren legt ihr wieder hin und um diese wird dann jetzt euer rechter Kreuzknoten gemacht. Dafür legt ihr den linken Faden wieder über die beiden mittleren drüber, den rechten Faden dann ganz nach oben, hebt die Arbeit dann an und führt den rechten Faden hinten herum, zieht ihn dann durch die linke Schlaufe und dann zieht ihr an den beiden äußeren Fäden. Achtet darauf, dass es die gleiche Höhe hat wie auf der linken Seite auch, damit das eben schön gleichmäßig aussieht. Und dann müssen wir jetzt unseren Kreuzknoten noch vollenden und machen das jetzt nochmal auf der anderen Seite. Dafür legen wir den rechten Faden einmal über die beiden mittleren drüber, legen den linken Faden dann ganz oben drauf und führen ihn dann von hinten durch die rechte Schlaufe durch. Und dann wieder gut an den Fäden ziehen und damit habt ihr jetzt schon auf beiden Seiten euren ersten Kreuzknoten. In der zweiten Reihe werden wir jetzt sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite jeweils 2 Kreuzknoten haben. Ihr fangt an, indem ihr euch den ganz äußeren linken Strang weglegt
und mit dem vorletzten Strang arbeitet und mit den beiden Fäden, die noch daneben liegen, mit denen ihr in der vorherigen Runde auch schon gearbeitet habt. Ihr legt euch dann die mittleren Fäden wieder eben in die Mitte, die bleiben unberührt, und dann fangt ihr an, wieder indem ihr den linken Faden oben drauf legt und dann wieder euren Kreuzknoten macht. Und denkt auch immer dran, dass ein Kreuzknoten aus zwei Knoten besteht, also dass ihr den einmal links und dann einmal rechts rum macht. Und dann wird jetzt der zweite Kreuzknoten auf der linken Seite gemacht. Dafür legt ihr euch dann den rechten Strang zur Seite und da arbeitet ihr jetzt auch wieder mit dem vorletzten und mit den beiden Fäden aus der Vorrunde und macht dann auch da wieder einen Kreuzknoten. Und genau das gleiche macht ihr jetzt natürlich noch spiegelverkehrt auf der rechten Seite. In dieser zweiten Runde haben wir dann jetzt also jeweils immer die äußeren Stränge noch nicht mitverarbeitet. Daran könnt ihr das eben gut erkennen, dass ihr das alles richtig gearbeitet habt. Also auf jeder Seite ist der Strang links und der Strang rechts noch nicht verarbeitet worden und alle anderen Fäden sind bereits verknotet. Jetzt ab der dritten Runde fängt es an, so ein bisschen intuitiv zu sein. Da seht ihr dann schon, wo die nächsten Knoten hin müssen. Wir arbeiten jetzt nämlich immer in die Lücken rein, die da entstehen. Und dafür legt ihr euch dann die beiden mittleren Fäden, die eben in dieser Lücke sind, als Leitfäden hin und arbeitet dann die beiden Fäden daneben als Kreuzknoten darüber. Und dann nehmt ihr euch jetzt die nächsten vier Fäden, die daneben liegen. Also arbeiten wir jetzt auch mit dem Strang, der ganz außen links liegt. Und da macht ihr dann das gleiche wieder. Da macht ihr auch wieder einen Kreuzknoten rein. Und das gleiche machen wir dann jetzt noch natürlich rechts neben diesem mittleren Kreuzknoten, den wir eben gemacht haben. Und dafür verwenden wir dann auch wieder den Strang ganz außen rechts, den wir jetzt eben zum ersten Mal verknoten. Und genau das gleiche macht ihr dann jetzt auf der rechten Seite. In der vierten Reihe werden wir dann jetzt unsere beiden Seiten verbinden. Dazu legt ihr dann einfach die beiden Fäden, die da in der Mitte sind, in die Mitte eben und macht dann den Kreuzknoten um diese beiden Fäden herum. Und dann nehmt ihr euch jetzt die nächsten vier Fäden und arbeitet auch da dann wieder in diese nächste Lücke rein. Also wie schon gesagt, das ist ab jetzt eigentlich ziemlich intuitiv. Da erkennt ihr, wo dann der nächste Kreuzknoten rein muss, wo die nächste Lücke ist. Und in dieser vierten Reihe habt ihr dann insgesamt fünf Kreuzknoten. Zwei habt ihr dann auf der linken Seite, ein Kreuzknoten verbindet die beiden Seiten und dann nochmal zwei Kreuzknoten auf der rechten Seite. Und da könnt ihr auch schon wieder gut erkennen, dass die beiden Fäden eben aus dieser Lücke da auch schon so ein bisschen abstehen, dass man die gut erkennen kann. Dann macht ihr jetzt da noch den letzten Kreuzknoten aus dieser vierten Reihe. Und dann sind wir jetzt auch schon in der fünften Reihe angekommen. Und in dieser Reihe haben wir insgesamt sechs Kreuzknoten. Ihr nehmt euch dann die vier Fäden, die ganz links außen sind, macht dann da einen Kreuzknoten. Dann nehmt ihr die vier Fäden, die daneben liegen. Und da auch wieder in die Lücke macht ihr den Kreuzknoten rein. Dann nehmt ihr euch die nächsten vier Fäden. Und auch da kann man wieder super erkennen, dass da eben in dieser Lücke die beiden mittleren Leitfäden liegen, um die ihr den Kreuzknoten herum macht. Dann nehmt ihr euch wieder die nächsten vier Fäden.
Und jetzt fehlen uns noch 2 Kreuzknoten in dieser Reihe. Wir gehen jetzt wieder zur nächsten Lücke, machen dort unseren Kreuzknoten. Und dann nehmen wir die letzten 4 Fäden und machen auch damit einen Kreuzknoten. In der 6. Reihe fangen wir dann jetzt schon wieder mit den Abnahmen an. Wir haben jetzt hier 5 Lücken, in die wir jeweils einen Kreuzknoten reinmachen müssen. Die beiden äußeren Fäden legen wir uns dann weg, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Und dann gehen wir zu unserer ersten Lücke, machen dort einen Kreuzknoten rein. Und dann gehen wir zu den nächsten 4 Fäden und machen dann auch dort in die Lücke wieder einen Kreuzknoten rein. Danach nehmt ihr euch wieder die nächsten 4 Fäden, macht dann da diesen mittleren Kreuzknoten in die Lücke rein. Jetzt fehlen noch 2 Knoten in dieser Reihe. Dafür nehmt ihr euch dann wieder die nächsten 4 Fäden, macht dann mit diesen euren Kreuzknoten. Und dann geht ihr noch zur letzten Lücke, nehmt dann dort die nächsten 4 Fäden und macht euren letzten Kreuzknoten in dieser Reihe. Euch bleiben dann noch 2 Fäden an der Seite übrig, die ihr jetzt nicht mehr braucht. In der 7. Reihe habt ihr dann jetzt 4 Kreuzknoten, die ihr jeweils in diese Lücken reinmacht. Und links und rechts außen bleiben dann jetzt noch auf jeder Seite jeweils 4 Fäden übrig, die ihr nicht verknotet. Die bleiben jetzt einfach so hängen und werden dann eben am Ende zusammen mit den restlichen Fäden schön zugeschnitten, dass es eben gleichmäßig dann aussieht, aber die werden jetzt nicht weiter verknotet, also die brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir schon bei der 8. Reihe angekommen. Das Ende ist auf jeden Fall in Sicht. Ihr habt jetzt in dieser Reihe noch 3 Kreuzknoten, die ihr machen müsst. Die Lücken könnt ihr, wie gesagt, auf jeden Fall jetzt super gut erkennen. Das ist sehr intuitiv. Man kann jetzt gut sehen, wo die beiden mittleren Leitfäden dann immer liegen und um die herum wird dann jeweils der Kreuzknoten gemacht. Das war jetzt der mittlere und dann ist jetzt noch einer, den ihr rechts machen müsst. Und wie gesagt, die äußeren Fäden könnt ihr jetzt einfach außer Acht lassen, die werden jetzt nicht mehr mit verknotet. Und in der 9. Reihe habt ihr jetzt nur noch 2 Kreuzknoten. Da ist jetzt die 2. Lücke, wo ihr noch einen Kreuzknoten reinmacht. Hier fangen die Fäden dann schon mal gerne an, sich ein bisschen zu drehen. Da müsst ihr dann eben schön schauen, dass das Ganze gerade liegt. Und in der 10. Reihe habt ihr jetzt noch eine allerletzte Lücke, die ihr schließen müsst und macht dann da eben noch einen Kreuzknoten rein. Und dann ist euer Wandbehang auch schon fertig. Und jetzt könnt ihr nämlich die ganzen Fäden, die jetzt dann noch runterhängen, schön zuschneiden, dass es gleichmäßig aussieht. Und dann könnt ihr euren Wandbehang verschenken oder selbst aufhängen und jedem damit eine Freude machen.